Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir sind immer noch in der Vorlesungsreihe zur Buchführung und befinden uns mittlerweile beim 10. Video. Ich habe leider gesehen, dass ich mich verzählt habe und ja, es gibt zweimal das Video 7 mit verschiedenen Themen. Das heißt, quasi sind wir also immer eine Nummer höher. Oder aber wir sagen, die Vorlesung lohnt, die quasi doppelt ist, ist 7,5 oder so. Okay, ich mache jetzt jedenfalls mit der 10 weiter oder 11, wie auch immer man es möchte. Weil ich habe die Präsi schon voraus natürlich vorbereitet und kann das jetzt schlecht wieder alles rückgängig machen, nur um eine Zahl zu ändern. Okay, worum geht es heute? Um die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben. Und ihr seht hier schon, Geschenke sind durchgestrichen und Futtern ist durchgestrichen, also quasi Bewirtung. Ist allerdings nicht ganz richtig, allerdings ein gutes Thema, denn wir werden uns mit den Grundlagen dazu befassen, den Geschenken und den Bewirtungsaufwendungen. Und in Punkt 4, da werden wir uns relativ lange aufhalten, das ist, wie es mit den privaten Fahrten aussieht, denn die kann man sowohl nach der 1%-Methode oder auch nach der Fahrtenbuchmethode erfassen. Jedoch hat das verschiedene Auswirkungen und verschiedene Voraussetzungen, welches der Verfahren überhaupt geht und ob das Verfahren überhaupt angewandt werden muss. Das ist die nächste Frage. Dazu kommen natürlich wieder einige Übungen, um das zu festigen. Allerdings, wir fangen vorne an, weil hinten so weit weg ist und kümmern uns natürlich erst einmal um die Grundlagen. Hier gehen wir von dem Punkt aus, dass alle betrieblich veranlassten Ausgaben Betriebsausgaben sind, was irgendwie logisch klingt. Wichtig dabei ist allerdings, dass nicht alle steuerlich abzugsfähig sind, weshalb in der Handelsbilanz zwar sie den Gewinn mindern, aber in der steuerlichen Bilanz den Gewinn nicht mindern dürfen, was darin resultiert, dass wir zwei unterschiedliche Bilanzen dann haben werden. Und zwar die Handelsbilanz, wo wirklich der Aufwand Aufwand ist, und die Steuerbilanz, wo entweder der Aufwand diesbezüglich nicht als Aufwand erfasst werden darf, also wieder hinzugerechnet werden muss, oder nur teilweise. Diese steuerlich nicht abzugsfähigen Ausgaben, man bucht ja nur handelsrechtlich quasi, nicht steuerrechtlich, aber im Handelsrechtlichen muss man halt schon so verbuchen, dass man es steuerlich dann korrigieren kann. Und deswegen werden diese nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben wirklich unter diesem Begriff verbucht, da sie keine handelsrechtliche, da sie eine handelsrechtliche Auswirkung, aber keine steuerrechtliche Auswirkung auf den Gewinn haben dürfen. Folgende Positionen sind hierbei zu nennen. Zu finden in Paragraphen 4 Absatz 5, da stehen mehr oder weniger alle bis auf Paragraph 4 Absatz 5b und 6, aber hier sind die wichtigsten. Nummer 1 sind Geschenke, sofern ihr Nettowert 35 Euro pro Person und Jahr übersteigt. Achtung, die 35 Euro netto gelten nur für Leute, die vorsteuerabzugsberechtigt sind. Hat man also jemanden, der nicht bilanziert und nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, dann muss man den Bruttowert betrachten. Dann haben wir im selben Paragraphen allerdings die Nummer 2, dass nur 30% der Bewirtungsaufwendungen steuerlich nicht den Gewinn mindern dürfen. Sprich, steuerrechtlich sind 70% als Aufwand anzusehen, 30% nicht. Das ist ein weiterer Unterschied, den wir dann zwischen Handels- und Steuerbilanz haben. Nummer 5 ist auch noch interessant. Die tatsächlichen Aufwendungen für Fahrten, Wohnungen, erster Betriebsstätte sind kein Aufwand im steuerlichen Sinne. Ebenso wenig, wie schon angedeutet, der Paragraph 4 Absatz 5b StG, die Gewerbesteuer. Handelsrechtlich darf sie den Gewinn mindern, steuerlich hingegen nicht. Und last but not least, der Paragraph 4 Absatz 6 StG, Spende an politische Parteien etc., die dürfen auch den Gewinn nicht mindern. Hat einen ganz logischen Grund. Man würde ja quasi die politischen Spendern sonst steuerlich fördern. Wenn ein Unternehmen eine Partei quasi fördert, naja, das hat so einen gewissen Korruptionsanschein. Vor allem, wenn dann das Unternehmen auf einmal gewisse Bonitäten bekommt, die es sonst eventuell nicht bekäme. Um das zu vermindern, hat man direkt diesen Paragraphen eingeführt. Und damit sind wir schon beim ersten großen Thema, und zwar die Geschenke. Wie gesagt, die Regelung dazu bezieht sich auf den Paragraphen 4 Absatz 5 Nummer 1 StG, der einfach besagt, dass sie bis zu einem Nettowert von 35 Euro pro Person und Jahr abzugsfähige Betriebsausgaben darstellen. Dazu braucht man wie immer einen Beleg und auf diesen muss der Name der beschenkten Person auch enthalten sein, dass man es quasi nachprüfen kann.
Auch wichtig ist, dass der Beschenkte kein Arbeitnehmer des Unternehmers sein darf. Das wäre ansonsten Arbeitslohn in Form einer Sachzuwendung oder aber in gewissen Rahmen und zu gewissen Anlässen wären das sogenannte Aufmerksamkeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Folglich, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, dann ist es steuerrechtlich betrachtet kein abzugsfähiges Geschenk und man darf auch die Vorsteuer nicht abziehen. Darum haben wir zu buchen, wenn, falls die obigen Regeln nicht erfüllt werden, Geschenke nicht abzugsfähig an ein entsprechendes Geldkonto, je nachdem, wie das Geschenk bezahlt wurde. Sollten wir unter dem Wert fallen, aber trotzdem kein Arbeitnehmer oder kein Beleg dafür, an wen es ging, wird es wahrscheinlich Kasse sein. Erfüllt das Geschenk obige Regeln, dann buchen wir Geschenke, Vorsteuer an und dann wieder das entsprechende Geldkonto. Kleine Ad-hoc-Übung dazu. Ein Unternehmer kauft im Dezember 10 Geschenke, jedes kostet 35,70 Euro, das ist ein Bruttowert von 19%, muss man auch sagen, könnten ja auch Bücher sein. Und macht daher eine folgende Aufstellung der Beschenkten. Das sehen wir hier, Erika A, Jasmin B und so weiter, Kunde, Kundin oder rechts sind die ganzen Angestellten. Und die Aufgabe soll sein, dass man den gesamten Vorgang buchhalterisch zu erfassen hat. Also man stellt sich das vor, der Mandant kommt an oder man selbst sammelt die ganzen Geschenkbelege und schaut hinterher, an wen es gegangen ist und wie die Verhältnisse sind und wird jetzt gebucht. Hierbei soll davon ausgegangen werden, habe ich jetzt festgelegt, dass alles bar bezahlt wurde und dass Buchungen, die den Lohn betreffen, nicht durchzuführen sind. Okay, also müssen wir erstmal die Kosten für Geschenke ermitteln. Alle Schenkungen an Angestellten sind nicht als Geschenke zu erfassen, sondern halt Sachzuwendungen im Bereich Lohn. Das dürfen wir vernachlässigen, das machen wir auch. Verbleiben also quasi die Kunden. Wir müssen allerdings rechnen, wir hatten 10 Geschenke, 4 davon gingen an Angestellte, das heißt, wir haben noch 6 weitere Geschenke, die zu verbuchen sind. Abzugsfähig sind davon 2, und zwar an Jasmin H. und Hasel N. Das sind 2 Geschenke à 30 Euro, macht 60 Euro und die Vorsteuer darauf sind 11,40 Euro. Wir buchen in dem Fall Geschenke 60 Euro, Vorsteuer 11,40 Euro, an Kasse 71,40 Euro. Nicht abzugsfähig sind die 4 übrigen Geschenke, weil 2 davon ohne Beleg sind und 2 sind an Erika. Und damit liegt sie über die 35 Euro netto, weil das pro Kopf und Jahr ist. Das heißt, 2 Geschenke à 35 Euro macht 70 Euro im Jahr, da ist sie drüber. Und damit sind diese Geschenke nicht abzugsfähig. Das sind dann 4 mal der Bruttowert, 4 mal 35,70, weil die Vorsteuer dürfen wir auch nicht ziehen, macht 142,80 Euro. Und wir buchen Geschenke nicht abzugsfähig, 142,80 Euro, an Kasse 142,80 Euro. Das war's schon. Damit kommen wir zu Thema 3, den Bewirtungsaufwendungen. Zu finden in Paragraphen 4 Absatz 5 Nummer 2 StG. Und laut diesem sind 70% der Bewirtungsaufwendungen für Personen aus geschäftlichen Anlass abzugsfähig unter gewissen Voraussetzungen. Und zwar, sie müssen angemessen sein. Das ist sehr schwer zu beurteilen, aber ich sage es mal so, wenn man jetzt in den edelsten Restaurant mit irgendeinem Kunden essen geht, das selbst eigentlich, ich übertreibe es jetzt mal, 50% der eigenen Einnahmen ausmacht, was man da quasi mit ihm verspeist, das wird dann wahrscheinlich eher unangemessen sein. Ist natürlich ein Unterschied, ob eine Besitzerin eines kleinen Tante-Emma-Ladens oder ja, der Vorstand von einem riesigen Konzern das macht. Wichtig aber auf jeden Fall und undiskutabel, ein Bewirtungsbeleg muss vorliegen, auf dem muss Tag, Teilnehmer und Grund der Bewirtung dastehen. Bei den meisten ist es tatsächlich so, dass es dann auf der Rückseite schon aufgedruckt ist, bewirtete Person, und dann schreibt man die einfach auf. Das ist dann schon als Nachweis genügend. Wenn das erfüllt ist, dann sind 70% der Bewirtungsaufwendungen abzugsfähig. Steuerlich, handelsrechtlich sowieso alle. Die Vorsteuer, das ist das Besondere, ist immer in Höhe des angemessenen Anteils der Rechnung abzugsfähig. Das heißt, sagen wir, die Bedingungen oben sind erfüllt, 70% sind Bewirtungsaufwendungen, dann darf ich trotzdem von 100% die Steuer ziehen. Sind die Regeln erfüllt, buchen wir Bewirtungsaufwand, das sind dann die 70%. Bewirtungsaufwand nicht abzugsfähig, das sind die 30% netto
Vorsteuer, damit haben wir es quasi am Brutto, an, ja, Geldkonto, je nachdem wie es bezahlt wird, höchstwahrscheinlich Kasse. Wenn die obigen Regeln nicht erfüllt sind, haben wir nur nicht abzugsfähige Bewirtungsaufwendungen und die buchen wir gegen Kasse, Bank etc. Machen wir zum besten Verständnis eine kleine Ad-Hoc-Übung. Und zwar, wir haben hier Bewirtungsrechnungen, die sind alle bar bezahlt worden und buchhalterisch zu erfassen. Bei A haben wir eine Rechnung vom 11.10. über ein Geschäftsessen mit Geschäftspartner H. Unger. Laut Quittung war nur der Unternehmer und H. Unger beteiligt. Zweck fehlt leider. Und der Rechnungsbetrag beläuft auf angemessene 238 Euro brutto. Bei B haben wir eine Rechnung vom 17.11. über ein Geschäftsessen mit Großkunden Appetit. Laut Quittung war der Unternehmer Appetit und der Buchhalter S. Peise beteiligt. Als Zweck wurde Besprechung des Dauerauftrags für das kommende Jahr vermerkt. Der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 357 Euro brutto, wovon 119 Euro unangemessen sind. Kleiner Hinweis, steht hier nicht dazu, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. Der Buchhalter gehört zu Appetit, also ist quasi auch Kunde. C. Rechnung vom 22.12. über ein Geschäftsessen mit der Geschäftspartnerin D. Ost. Laut Quittung war der Unternehmer und Frau D. Ost beteiligt und als Zweck wurden Fusionierung der beiden Unternehmen angegeben. Rechnungsbetrag beläuft sich auf unangemessene 1190 Euro brutto. Okay, zur Lösung. A war relativ einfach, der Zweck fehlt. Damit ist die gesamte Rechnung nicht abzugsfähig und Vorsteuerabzug ist auch nicht möglich, weshalb wir buchen müssen, Bewirtungsaufwand nicht abzugsfähig, 238 Euro, an Kasse 238 Euro. Bei B waren alle Voraussetzungen erfüllt, allerdings waren halt nicht 100%, sondern nur quasi zwei Drittel angemessen der Aufwendung und von denen dürfen wir 70% steuerlich abzugsfähig machen, das heißt 200 Euro mal 70% sind 140 Euro. Die Vorsteuer ist in Höhe des angemessenen Anteils abziehbar. Angemessen waren ja 200 Euro netto. Davon 90% sind 38 Euro. Der Rest, der ist aus 357 minus 140 minus 38 oder halt insgesamt, wie ich es aufgeschrieben habe, minus 178 ergibt, sind 179 Euro. Der ist nicht abzugsfähig. Und das buchen wir genauso. Bewirtungsaufwand, das ist der abzugsfähige Teil, 140 Euro. Bewirtungsaufwand nicht abzugsfähig, das ist der nicht abzugsfähige Bruttoanteil, 190 Euro. Und die Vorsteuer, 38 Euro vom angemessenen Anteil. Das alles an Kasse von 357 Euro. C. Ja, die Rechnung ist unangemessen und damit ist sie nicht abzugsfähig und auch kein Vorsteuerabzug. Wir buchen quasi dasselbe wie im Fall A. Bewirtungsaufwand nicht abzugsfähig an Kasse. 1190 Euro jeweils. Ja, jetzt habe ich euch viel gezeigt, viel erklärt. Jetzt, wie immer, seid ihr dran. Hier habe ich einige Aufgaben, die buchhalterisch zu erfassen sind. Lest euch das schön durch. Pausiert am besten an dieser Stelle das Video. Nehmt euch Stifte, Papier oder Ähnliches zur Hand. Ich springe schon mal weiter zur Lösung und lasst das Video einfach laufen, wenn ihr soweit seid und wir vergleichen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Fangen wir mit erstens an. Die Schenkung an die Ehefrau ist als Privatentnahme in Höhe von 35,70 Euro zu erfassen. Wir buchen also Privatentnahme 35,70 Euro an Kasse 35,70 Euro. Die zwei Geschenke an Ina Theuer müssen zusammengerechnet werden, ist ja eine Person, da sie im selben Jahr zu fließen, was netto 60 Euro ergibt und so über der Grenze liegt. Damit sind es keine abzugsfähigen Betriebsausgaben und kein Vorsteuerabzug möglich. Wir buchen daher für Sie Geschenke nicht abzugsfähig 71,40 Euro an Kasse 71,40 Euro. Dann haben wir noch B. Illich. Bei denen sind Geschenke alle Voraussetzungen erfüllt, das ist damit abzugsfähig und wir buchen Geschenke 30 Euro, Vorsteuer 5,70 Euro an Kasse 35,70 Euro. Ja, bei zweitens waren halt alle Voraussetzungen erfüllt, was bedeutet, dass 70% der angemessenen Aufwendung abzugsfähig sind. Das waren in dem Fall 70% von 300 Euro macht 210 Euro. Die Vorsteuer auf den angemessenen Anteil ist auch abziehbar, das sind 90% von 300 Euro macht 57 Euro. Der ganze Rest ist nicht abzugsfähig und ergibt sich halt aus 595 Euro minus
den abzugsfähigen Anteil von 210 Euro minus die abzugsfähige Vorsteuer von 57 Euro macht 328 Euro. Ja, und genauso buchen wir das. Bewirtungsaufwand 210 Euro. Bewirtungsaufwand nicht abzugsfähig 328 Euro. Vorsteuer 57 Euro und das Ganze gegen Kasse 595 Euro. Und damit kommen wir jetzt zum ausführlichsten Thema dieser Vorlesung, die privaten Fahrten. Warum mache ich die so ausführlich? Weil sie in der Praxis sehr oft auftauchen einerseits und es auch sehr viele Regelungen gibt, die es zu beachten gibt. Und daher müssen wir da ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Wir fangen aber mit den Grundsätzlichen an. Ironischerweise ist das der Paragraph 4 Absatz 5 Nummer 6 StG, der besagt, dass private Fahrten des Unternehmers außer die Kilometerpauschale, die man in Paragraph 9 Absatz 1 Nummer 4, wer meine Vorlesung zur Einkommensteuer gesehen hat, weiß, das sind die Gewerbungskosten für Fahrten zwischen Wohn- und erster Betriebsstätte, den steuerlichen Gewinn nicht mindern dürfen. Das heißt, die tatsächlichen Aufwendungen dürfen das nicht, nur die Kilometerpauschale dürfen den Gewinn mindern. Dabei handelt es sich dann um eine Privatentnahme in Form einer Sachentnahme. Das kann man auch nochmal in der Vorlesung Buchführung 5 gut nachlesen oder nachsehen. Bei der privaten Nutzung eines betrieblichen PKWs können allerdings mehrere Fälle auftauchen, die zu unterscheiden sind. Haben wir eine private Nutzung außer für Heimfahrten und liegt der Privatanteil kleiner, also ist er unter 50%, dann ist das zwingend Betriebsvermögen, das ist der PKW oder das Fahrzeug. Und man hat ein Wahlrecht. Entweder macht man die Fahrtenbuchmethode oder die 1%-Methode. Liegt der Privatanteil zwischen 50% bis 90%, dann darf der Unternehmer entscheiden, ob es Privat- oder Betriebsvermögen ist. Und es muss als Privatentnahme natürlich erfasst werden, anhand der Fahrtenbuchmethode, sofern er es als Betriebsvermögen deklariert hat. Ist der Privatanteil größer als 90%, dann ist es definitiv kein Betriebsvermögen, was auch Sinn macht. Dann ist auch kein betrieblicher Aufwand, das ist alles privat. Wo ist jetzt der Sinn hinter? Wenn es alles quasi kein betrieblicher Aufwand ist, dann ist natürlich auch der Gewinn höher. Okay, wie sieht es aus mit Heimfahrten? Ja, da ist nur die Kilometerpauschale aus dem § 9 Absatz 1 Nummer 4 StG in Höhe von 30 Cent pro Tag und Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte zulässig. Kümmern wir uns erstmal um die 1%-Methode. Sie ist zu finden in § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 StG. Und hier geht man von der Netto-Privatentnahme mit 1% des Bruttolistenverbrauchspreises abgerundet auf volle 100er pro Monat aus. Das heißt, wir nehmen den Bruttolistenverkaufspreis, den erfahren wir beim Händler, schauen eine Schwackeliste etc. Und davon nehmen wir den runden wir volle 100er ab und nehmen davon 1% und multiplizieren das mal der Monate, die der PKW privat genutzt werden durfte. Das ergibt dann unsere Netto-Privatentnahme, kurz MPE. Von dieser sind 80% umsatzsteuerpflichtig und 20% umsatzsteuerfrei. Klar, wenn der Mandant komplett umsatzsteuerfrei ist, ist alles umsatzsteuerfrei, aber ansonsten gilt das hier. Auf dem umsatzsteuerpflichtigen Teil wird 90% Umsatzsteuer erhoben, was ziemlich klar ist, wo wir schon mal die Umsatzsteuer errechnet haben für diese 1%-Methode für die Privatentnahme, die private Nutzung. Die Privatentnahme ist nämlich dann die Summe aus der Netto-Privatentnahme plus der Umsatzsteuer. Diese bucht man dann im Soll die Privatentnahme an Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerfrei. Das ist quasi diese Netto-Privatentnahme, die 20% davon. Und Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig, das sind die 80%. Und die Umsatzsteuer. Weil eine Entnahme ist erfolgswirksam. Folgender Grund ist dahinter, wenn der Unternehmer mit dem PKW durch die Gegend fährt, entstehen die Kosten. Er hat eine Versicherung, er muss tanken, das bucht er alles als Aufwand und das mindert alles seinen Gewinn und damit die entsprechenden Steuern, zum Beispiel Gewerbesteuer oder Körperschaftssteuer. Und man sagt jetzt, wenn er damit aber doch privat fährt, dann ist doch das alles, was der da als Aufwand erfasst, doch nicht als Aufwand zu betrachten.
Weil ein Teil davon ist auch privat und darf kein Aufwand sein. Da hat der Gesetzgeber gesagt, eine Möglichkeit ist die 1%-Methode und damit können wir hier quasi pauschal errechnen, wie viel die Entnahme ist. Und die Kontenentnahme für private Zwecke sind Erfolgskonten und zwar genau genommen Ertragskonten. Damit tun wir quasi den Aufwand wieder, ich klingt jetzt blöd, wegrechnen, weil wir haben einen Ertrag in Höhe der vermuteten, also bei 1%-Methode ist der vermutete Anteil der Privatentnahme. Das erhöht natürlich wieder quasi den Gewinn und führt damit zu einer realistischeren Steuer. Wir haben auch noch den Paragraphen 4 Absatz 5 Nummer 6 Satz 3 StG. Der gilt dann, wenn der Unternehmer das Fahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte nutzt, dann müssen diesbezüglich die Ausgaben ebenfalls pauschaliert werden. Also das erste jetzt war gerade nur, wenn er es für private Fahrten, außer diese Heimfahrten quasi nutzt. Hier jetzt, wenn er damit auch noch nach Hause fahren darf. Die Pauschale beträgt hierbei 0,03% vom auf vollen Hunderter abgerundeten Bruttolistenverkaufspreis, also gerade wie eben, nur ein anderer Prozentsatz, pro Entfernungskilometer und Monat. Also wir haben unseren Bruttolistenverkaufspreis, runden den ab, multiplizieren den mit 0,03% mal der Kilometer, die er zurücklegen, Entfernungskilometer, die er zurückzulegen hat, mal der Monate. Und das gibt uns pauschalierte Ausgabe für die Heimfahrten. Dann greift § 9 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 StG. Der sagt, dass abzugsfähig davon nur die Kilometerpauschale in Höhe von 30 Cent pro Entfernungskilometer und Nutzungstag ist. Das heißt, dafür müssen wir jetzt 30 Cent pro Kilometer abziehen und das mal die Nutzungstage multiplizieren. Die Differenz sind unsere nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben. Und die buchen wir dementsprechend nicht abzugsfähige Betriebsausgaben an Verwendung für private Zwecke, allerdings hier umsatzsteuerfrei. Machen wir dazu eine kleine Übung. Wir haben den Unternehmer B rum. Der nutzt einen zu 80% betrieblich genutzten PKW seit März 2016 für private Zwecke. Der Bruttolistenverkaufspreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung haben wir mit 21.350 Euro dank der Schwacke-Liste ermittelt. Der Unternehmer fuhr mit dem PKW an insgesamt 200 Tagen täglich 60 Kilometer von seiner Wohnung zu seinem Betrieb und zurück. Und wir sollen für gesamtes Jahr 2016 buchen. Also müssen wir erstmal uns um die Erfassung der Privatentnahme kümmern. Hier runden wir den Bruttolistenverkaufspreis, das sind 21.300 Euro. Müssen das mit 1% und mal der Anzahl Monate, das sind in dem Fall 10 Monate ab März, multiplizieren. Was unsere Netto-Privatentnahme von 2.130 Euro ergibt. Davon müssen wir teilen, 80% sind umsatzsteuerpflichtig, das sind 1.704 Euro, 20% sind umsatzsteuerfrei, 426 Euro und auf den umsatzsteuerpflichtigen Teil fällt noch 19% Umsatzsteuer an, was in dem Fall hier 323,76 € ergibt. Alles zusammen ergibt unsere Privatentnahme in Höhe von 2.130 Euro plus Umsatzsteuer 323,76 € macht 2.453,76 €. Das ist die Privatentnahme, die wir im Soll zu buchen haben. Das Ganze buchen wir gegen Entnahme für private Zwecke, umsatzsteuerfrei, das sind die 20% mit 426 Euro. Entnahme für private Zwecke, umsatzsteuerpflichtig, 1.704 Euro. Und Umsatzsteuer 323,76 €. Dann hatten wir noch oder haben wir noch zu erfassen die Kosten für die Heimfahrten. Und hier müssen wir eine Vorüberlegung anstellen. Wenn er täglich 60 Kilometer hin und zurück von seiner Wohnung zur Betriebsstätte gefahren ist, dann ist die einfache Entfernung 30, weil vor 30 hin, 30 zurück. Der Bruttolistenverkaufspreis hat sich nicht geändert. Allerdings für die Heimfahrten müssen wir nur mit 0,03% multiplizieren. Allerdings mal die Kilometer sind 30 Kilometer mal 10 Monate, was unsere pauschalierten Ausgaben von 1.917 Euro ergibt. Davon ziehen wir 30 Cent pro Kilometer ab, mal 30 Kilometer,
mal 200 Tage, die er gefahren ist, macht minus 1800 Euro. Das bedeutet, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, die wir noch erfassen müssen, sind 117 Euro. Und die buchen wir dementsprechend nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 117 Euro an Verwendung für private Zwecke umsatzsteuerfrei 117 Euro. Damit kommen wir dann zur zweiten Variante der Fahrtenbuchmethode. Die finden wir in § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 StG. Die ist etwas komplexer, denn hier muss ein Fahrtenbuch geführt werden. Und aus diesem müssen wir dann das Verhältnis zwischen betrieblichen und privaten Fahrten ermittelt werden. Dazu teilen wir die privaten Kilometer durch die gesamten Kilometer, was den Privatanteil ergibt. Das Produkt aus den gesamten Kfz-Aufwendungen und unserem prozentual gerade errechneten Privatanteil ist dann die Netto-Privatentnahme. Diese wird im Verhältnis der umsatzsteuerpflichtigen Kfz-Aufwendung aufgeteilt, wobei auf diese Umsatzsteuer anfällt. Also hier nicht pauschaliert 80 zu 20, sondern wir schauen in unser gebuchtes Konto. Aha, wir hatten beispielsweise, ich sage es mal, 200 Euro für Versicherung, 800 Euro, das wäre gerade wieder die Teilung. Okay, 1800 Euro für umsatzsteuerpflichtige Ausgaben macht 2000 Euro. Das heißt, umsatzsteuerpflichtig davon waren dann 90%. Und 10%, die Kfz-Versicherung war umsatzsteuerfrei, 10%. Und genauso müssen wir es hier aufteilen. Also diese Sache ist dann auch wirklich eine sehr realistische Darstellung. Den umsatzsteuerpflichtigen Teil natürlich mit 19% multiplizieren, um die Umsatzsteuer zu erhalten. Und die Summe ergibt wieder die Privatentnahme. Wir buchen genauso, die Berechnung ist halt einfach nur ein bisschen anders. Privatentnahme an Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerfrei, Entnahme für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig und Umsatzsteuer. § 4 Absatz 5 Nummer 6 Satz 3 Halbsatz 2 StG besagt, dass wenn der Unternehmer das Fahrzeug für Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebsstätte, also Heimfahrten, nutzt, müssen die diesbezüglichen Ausgaben ebenfalls ermittelt werden. Dazu wird zunächst errechnet, wie hoch die tatsächlichen entstandenen Ausgaben für private Fahrten betrugen. Das tut man, indem der Gesamtaufwand auf die Gesamtkilometer gerechnet wird. Das ergibt dann den Aufwand pro Kilometer. Ich mache es allerdings immer ein bisschen anders. Ich tue quasi wirklich dann einfach nur das Verhältnis nehmen und multiplizieren. Aber solange auch dasselbe Ergebnis kommt, ist das egal, denke ich. Wir tun, wie gesagt, den gesamten Aufwand durch die gesamten Kilometer teilen und haben dann den Aufwand pro Kilometer. Das muss man dann mit den privat gefahrenen Kilometern multiplizieren, was den Aufwand für private Fahrten ergibt. Hier greift dann wieder § 9 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 StG. Und zwar diese Kilometerpauschale von 30 Cent pro Kilometer und Tag ist wieder abzugsfähig. Der Rest ist folglich nicht abzugsfähig, deswegen ziehen wir das ab. Und wir haben unsere nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben, die wir dann wieder dementsprechend als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben an Verwendung für private Zwecke umsatzsteuerfrei zu buchen haben. Machen wir auch hierzu eine Ad-Hoc-Übung. Wir haben den Unternehmer T. Uth, der einen betrieblich genutzten Pkw seit April 2016 für private Zwecke nutzt. Der führt ein ordnungsgemäßes Fahrbuch und laut diesem legt er 40.000 Kilometer zurück, wovon 10.000 private Fahrten waren. Haben wir ein Glück, dass es glatte Zahlen sind, deswegen gut zu rechnen ist. Für den Pkw entstanden seit April 8.000 Euro an laufenden Kosten. Dabei sind 1.000 davon auf Kfz-Versicherung entfallen und damit umsatzsteuerfrei. T. Uth fuhr mit dem Pkw an insgesamt 200 Tagen täglich 60 Kilometer von seiner Wohnung zu seinem Betrieb und wieder zurück. Aufgabe, das ist zu buchen für das gesamte Jahr 2016. Machen wir das. Erstmal wieder die ganz normalen Privatentnahmen für die private Nutzung. Der umsatzsteuerfreie Anteil ist gleich umsatzsteuerfreier Aufwand durch Gesamtaufwand. Wären also in unserem Fall 1000 Euro durch 8000 Euro macht 12,5%. Wir haben 10.000 private Kilometer, die wir durch die gesamten 40.000 Kilometer teilen. Das heißt, wir können sagen, 25% aller Aufwendungen entfallen auf private Nutzung. Das multiplizieren wir mit den 8.000 Euro Kfz-Aufwand,
was unsere Netto-Privatentnahmen von 2.000 Euro ergibt. Davon umsatzsteuerpflichtig 12,5% sind 1.750 Euro, umsatzsteuerfrei sind 250 Euro. Verzeihung, die 12,5% sind die umsatzsteuerfreien 250 Euro. Das Umsatzsteuerpflichtige multiplizieren wir mit 90% und kommen auf die Umsatzsteuer von 332,50 Euro. Und die Privatentnahme ist wieder die Summe aus Umsatzsteuer und Netto-Privatentnahme, macht bei uns 2000 plus 332,5 Euro, 2332,50 Euro. Das buchen wir mit Privatentnahme im vollen Betrag von 2332,50 Euro. An Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerfrei mit 250 Euro. Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig 19%, 1750 Euro. Und Umsatzsteuer 332,50 Euro. Im zweiten Fall müssen wir noch die Heimfahrten berechnen. Die privaten Kilometer ergeben sich aus 60 Kilometer pro Tag mal 200 Tage. Ja, hier müssen wir die tatsächlichen nehmen und nicht die pauschalierten. Macht 12.000 Kilometer. Unser gesamter Kfz-Aufwand beträgt 8.000 Euro. Das teilen wir durch die gesamten Kilometer, die der Pkw gefahren ist, um diese Aufwendung zu verursachen. Das sind 40.000. Das heißt, wir haben quasi pro Kilometer, den wir gefahren haben, 20 Euro Aufwand gehabt. Jetzt lässt sich leichter rechnen, wie viel privater Aufwand ist, indem wir einfach das mit den privaten Kilometern multiplizieren, was einen Aufwand von 2.400 Euro für private Fahrten ergibt. Die Kilometerpauschale dürfen wir wieder abziehen mit 30 Cent pro Kilometer, allerdings hier nur Entfernungskilometer, deswegen quasi die Hälfte, mal 30 Kilometer in dem Fall also nur, mal 200 Nutzungstage sind 1.800 Euro. Das heißt, wir haben 600 Euro nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, die wir zu buchen haben, mit nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 600 Euro, an Verwendung für private Zwecke umsatzsteuerfrei 600 Euro. Okay, das war mein Teil, jetzt seid ihr dran. Wieder mal ein kleines Aufgabenpaket, pausiert am besten und ja, löst es so gut ihr könnt. Wir springen dann zur Lösung und schauen mal, wie es läuft. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur ersten Lösungsfolie, von der ich 4 benötige. Und zwar, für den ersten Fall natürlich wieder, machen wir zuerst die 1%-Methode, Erfassung der Privatentnahme. Und wir beginnen beim Bruttolistenverkaufspreis, wie das auch vom Gesetz vorgesehen ist, mit gerundeten 30.000 Euro. Das multiplizieren wir mit 1% mal 9 Monate, die die Nutzung war, was die Netto-Privatentnahme von 2.700 Euro ergibt. Das sind davon 80% umsatzsteuerpflichtig mit 2.160 Euro, 20% umsatzsteuerfrei sind 540 Euro. Den umsatzsteuerpflichtigen Teil multiplizieren wir natürlich wieder mit 90% Umsatzsteuer, womit wir auf eine Umsatzsteuer von 410,40 Euro kommen. Die Summe aus beiden ergibt die Privatentnahme, macht 2.700 plus 410,40 Euro, 3.110,40 Euro. Und das buchen wir genauso mit Privatentnahme, 3.110,40 Euro. An Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerfrei 540 Euro und Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig 19% 2160 Euro und Umsatzsteuer 410,40 Euro. Damit sind wir allerdings noch nicht fertig, denn er ist ja noch nach Hause gefahren immer. Deswegen müssen wir das wieder berechnen und wieder unsere Vorüberlegung. Wenn er täglich 40 Kilometer hin und zurück gefahren ist, dann heißt das, dass die einfache Entfernung, die wir ansetzen dürfen, nur 20 Kilometer sind. Der Bruttolistenverkaufspreis, von dem wir ausgehen müssen, ist immer noch 30.000 Euro. Von dem müssen wir 0,03% mal 20 Kilometer mal 9 Monate berechnen, was pauschalierte Ausgaben von 1.620 Euro macht. Hiervon dürfen wir wieder die Entfernungspauschale nach § 9 abziehen, die sich mit 30 Cent pro Kilometer mal 20 Kilometer mal 200 Nutzungstage ergibt. Das sind 1.200 Euro, die wir abziehen. Verbleiben also nicht abzugsfähige Betriebsausgaben von 420 Euro.
Wir buchen also nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, 420 Euro, an Verwendung für private Zwecke, umsatzsteuerfrei, 420 Euro. Kommen wir damit zu zweitens, die Fahrtenbuchmethode. Erstmal wieder nur die private Nutzungsentnahme. Wir brauchen wieder den umsatzsteuerfreien Anteil, der sich aus umsatzsteuerfreier Aufwand durch Gesamtaufwand ergibt, also 2.000 durch 10.000 Euro macht 20%. Dann können wir mit unserer Übersicht starten, indem wir die privat gefahrenen 10.000 Kilometer durch die 50.000 gesamtgefahrenen Kilometer teilen, was eine private Nutzung von 20% ergibt. Die können wir mit dem Kfz-Aufwand multiplizieren, dann wissen wir, wie viel davon privat war, und zwar 2.000 Euro. Jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie viel von diesen Privatentnahme umsatzsteuerpflichtig war. Das waren umsatzsteuerfrei waren 20%, also 400 Euro. Das heißt, umsatzsteuerpflichtig ist der Rest 1.600 Euro. Die müssen wir mit 90% multiplizieren, was eine Umsatzsteuer von 304 Euro ergibt. Die Summe aus Umsatzsteuer und Netto-Privatentnahme ergibt unsere Privatentnahme, was in unserem Fall 2.000 Euro plus 304 Euro gleich 2.304 Euro ergibt. Ja, jetzt haben wir alles, was wir zum Buchen brauchen. Buchen wir. Und zwar Privatentnahme 2.304 Euro, an Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerfrei 400 Euro, Entnahmen für private Zwecke umsatzsteuerpflichtig 90% 1.650 Euro und Umsatzsteuer 304 Euro. Allerdings sind wir noch nicht fertig, denn der Kollege ist ja auch nach Hause gefahren. Und auch das müssen wir erfassen. Die privaten Kilometer sind 40 Kilometer pro Tag mal 200 Tage, macht also 8.000 Kilometer. Der gesamte Kfz-Aufwand, den wir hatten, waren 10.000 Euro. Die gesamten Kilometer sind 50.000. Der Quotient daraus ist der Aufwand pro Kilometer von 20 Cent pro Kilometer. Das können wir jetzt einfach multiplizieren mit unserem privaten Kilometer von 8.000, was Aufwand für private Fahrten von 1.600 Euro ergibt. Abziehen dürfen wir dann die Kilometerpauschale, also 30 Cent pro Kilometer und multipliziert mit den Tagen, also bei uns 30 Cent mal 20 Kilometer mal 200 Tage, macht 1.200 Euro. Die Differenz davon, die 400 Euro, sind die nicht auf zugsfähigsten Betriebsausgaben, die wir als solch verbuchen. Das sieht dann so aus: nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 400 Euro, an Verwendung für private Zwecke umsatzsteuerfrei 400 Euro. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war interessant, war lehrreich. Über Abonnements, gute Bewertungen, Kritik etc. würde ich mich alles sehr freuen, hilft mir alles viel weiter, das weiterhin so zu machen. Also nicht nur das, sondern auch meine anderen Sachen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall in ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer ihr das seht, ein schöner Tag, was auch immer ansteht. Und keine Angst, wir sind noch nicht am Ende, es gibt noch ein paar Sachen, die wir buchen müssen. Tschüss!